ja, schöne Aussicht, würde ich einfach mal sagen. Nicht auf mich, sondern auf den San Francisco rot lackierten BMW Z4 S-Drive 20i Automatik Sportline. So wie er hier steht, ich finde, der macht schon einen ordentlichen Eindruck, aber es geht jetzt hier heute um ein besonderes Kapitel, denn wir auf dem Kanal hier sind die einzigen, die euch da draußen einen praxisrelevanten Verbrauch fahren und das mit jedem Auto, das wir in die Finger bekommen, und das ist heute eben dieser BMW Z4 Roadster. Unter der Haube haben wir einen 2 Liter Vierzylinder Turbo-Benziner mit 197 PS, 320 Newtonmeter Drehmoment, 6 Sekunden von 0 auf 100, Topspeed Tempo 240. Ja, der steht jetzt hier in, wie gesagt, so einem schönen Rot Metallic. Ich finde, das schaut ganz gut aus. Wir haben die Sportline, wir haben hier 18 Zoll Sommerreifen drauf. Und wir fahren ihn auf einer vordefinierten Strecke. Das heißt, wir fahren 10% Stadtverkehr, 50% Überland, 40% Autobahn. Und da wir hier ein Alltagsfahrzeug haben, wird das Auto auf der Autobahn mit einer Vmax von 140 km/h bei freier Strecke gefahren. Ihr bückt euch den Wagen einmal ein wenig an und ich mache mich mal auf die Socke zum Tanken. So, wir tanken unseren BMW Z4 S-Drive 20i, das ist der aktuelle Stand, Kilometerstand 1343 bei Abfahrt. Wir setzen alles zurück, gehen auch hier herüber, schauen, dass wir im Bordcomputer auf den Fahrinfos die Fahrdaten auch alle zurücksetzen. Individuell ist zurückgesetzt, haben wir hier, wunderbar. Und damit legen wir jetzt auch los und schauen erst einmal, dass wir voll tanken. Das machen wir jetzt. So. Drei Klicks, das ist reingegangen und jetzt gehe ich zahlen und dann geht's los.
Wir sind angekommen an der Tankstelle, wie wir sehen. So, was sagt denn unser Bordcomputer? 116 Kilometer gefahren, 70 Stundenkilometer Durchschnitt. Kilometerstand seht ihr da oben wieder, 1495. Wir gehen in die Fahrdaten hinein und da sehen wir, 6,1 Liter haben wir laut Bordcomputer verbraucht. Und jetzt geht es wieder ans Tanken. Tankdeckel rein. Und was sagt die Tankzapfsäule? Weiß-blauer Himmel, Sonnenschein und zu Recht ein Sonnenschein für unseren San Francisco rot lackierten BMW Z4 S-Drive 20i. Er hat eine tolle Verbrauchsfahrt hingelegt mit 6,46 Litern. Er rechnet laut Tankung, das finde ich ordentlich. Der Motor geht angenehm schön, hat einen kernigen Klang und fährt sich auch im Handling sehr gut. Sehr überzeugend, vor allem auch das Mediasystem von BMW. Das iDrive-System ist und bleibt für mich aktuell das beste Mediasystem, was man auf dem Markt bekommt. Der Z4 schaut interessant aus. Ich weiß noch nicht so recht, wie mir das Design zusagen soll oder auch nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Meinung zum Z4 ist, wie er dasteht. Rund 55.000 Euro übrigens, so wie er dasteht, kostet der Z4 S-Drive 20i Sportline. Ein ordentlicher Preis, keine Frage, aber es wird auch viel geboten. Das sollte man auch nicht vergessen. Ich darf jetzt natürlich nicht vergessen, mich zu bedanken, dass ihr reingeklickt habt. Vergesst bitte nicht, das Video zu liken, zu teilen und zu kommentieren und den Kanal natürlich einem Abo zu geben. Und dann sehen wir uns auch bei der nächsten Verbrauchsfahrt oder dem nächsten Review gerne wieder. Ich sage Tschüss und Servus, euer Ubi.